Ja, also ich habe mal ein bisschen Watt zusammen kopiert. Zum Teil schamlos geklaut und zum Teil ist es sogar meine eigene Erfahrung. Fangen wir mal mit einer tollen Programmiersprache an. Die Frage ist jetzt halt, also das Ergebnis auf, das, was man da im Hinterkopf haben muss, ist halt die Genauigkeit von Fließkommazahlen. Da kommt nämlich nicht das raus, was man erwartet. Oh Wunder, da kommt eben nicht 8 raus, sondern unter PHP kommt dann da, ja, 7 halt raus. Nee, was? Doch 7, meine ich. Weil eben die 0,1 ist eben nicht eine 0,1, sondern 0,99999. Die 0,7 kann aber vernünftig dargestellt werden. Also wird es, wenn man das halt auf int castet, dann eben alles abgerundet. Muss man mal ein bisschen, da muss man sowieso überlegen, ob auf int cast immer eine gute Idee ist und überhaupt, aber ja, wenn man wahrscheinlich mit der Funktion intval da arbeiten würde, käme wahrscheinlich das Korrekte raus. Auch PHP, auch Typengeschichten. Man hat da halt ein Array, ein assoziatives, in anderen Sprachen heißt es Map oder Dictionary oder wie man es halt haben möchte. Mit 3 Keys, is ready, is PHP und is strange, jeweils auf false, true oder true. Und in Array, wenn man es erstmal überlegt, so gibt halt zurück, ob denn das, was man da als ersten Parameter übergibt in dem Array, was man als zweiten Parameter übergibt, halt drin ist. VarDump gibt übrigens nur die Variable mit inklusive Typ aus. Die Ausgabe ist da tatsächlich false. Dann guckt man mal in die Doku rein zu inArray und die Doku dazu sagt, dass nur die Values überprüft werden. Nee, gar nicht. Die Ausgabe ist true. So. True. Was true? Genau, true. Ja, genau, true. Der überprüft nämlich die Values. In diesem Fall die boolschen Values. Und sidepoint.com als String gecastet auf dem Boolean ist true. Dementsprechend, ja klar, ich habe da so ein true drin, easy. Wenn man jetzt als dritten Parameter zu inArray einen true mit übergibt, der dritte Optionalparameter ist ein Boolean, strikte Überprüfung, also auch mit Typ, nicht nur Wert, dann kommt da ein False raus, was auch relativ korrekt ist. Den haben vielleicht auch schon einige mal gesehen. Also auch VarDump gibt wieder das Ergebnis des Parameters raus, inklusive Typüberprüfung. Man sieht das am Kommentar. MD5 errechnet halt die MD5-Hash-Summe der jeweiligen Parameter. Und das ist auch true. Es ist keine Hash-Kollision. Das ist auch mal durchs Internet gewabert. Dort sind die Ergebnisse der MD5-Hash-Summe. Es ist halt 0 E und dann irgendwas. Also 0 mal 10 hoch eine gigantische Zahl ist halt immer noch 0. Das sind aber immer noch Strings, die da rauskommen, ist ganz wichtig. Was man da halt beachten muss, es ist nur ein doppeltes gleich. Nur. Nimmt man dreimal gleich, wird auch der Typ mit überprüft. Dann wäre es wiederum false. Hat PHP irgendwie so eine Präferenz für irgendwelche Typen oder warum macht es das? Ja, also du kannst zum Beispiel auch sagen, 5 Pinguine als String plus 3 ist 8. Ja. Ne? Also was? Aber bei dem Gleich, Nee, nur 8. Nur noch 8. bei dem Gleich würde ich ja erwarten, wenn auf beiden Seiten Strings sind, Ja. dann würde ich jetzt nicht erwarten, dass die irgendwie implizit nach int gecastet werden. Ja. Also, oder was auch immer, auf jeden Fall auf numerischen Typen. Ja, das hängt davon ab, was im String steht, ne? Ja. Ah! Die Idee ist, dass wenn du schreibst 1, 2, 3, 4, 5, dann meinst du bestimmt die Zahl 12.345. Ja. Warum soll ich irgendwas anderes meinen, verstehst du? Und wenn du eben 0, E, 4, 6, 2, 0, 9 und so weiter schreibst, dann meinst du bestimmt, naja, oder auch nicht, im Prinzip ist doch die Idee. Du meinst, sie haben es einfach nur nicht geändert, weil es schon seit Jahren so ist Ja, die und Idee wenn sie ist, das jetzt dass es und wenn das es eine ist. Zahl, wenn es aussieht wie eine Zahl, ist es eine Ja, Zahl. ja. Ja. Die Sache ist halt die, das könnte ein Backwards Compatibility Break sein. Und die sind da sehr, sehr vorsichtig. So, vielleicht ist es mit PHP 7 oder irgendeiner anderen neueren Version schon heile gemacht. Aber die Grundlage bei PHP-Programmierung ist immer, wenn du weißt, auf welche Typen du auf welchen Seiten hast und du dir auch ganz sicher bist, dass es immer dieselben Typen und so überhaupt sind, dann benutzt du dreifach gleich. Weil könnte auch gleichzeitig schneller sein, weil keine implizite und wie auch immer. Das ist MySQL oder auch MariaDB, ist ja eh fast dasselbe. Select lower von irgendeinem String gibt
vernünftig das Gelowerte zurück. Wenn man aber mit einem Concat arbeitet, kann es einem passieren, dass das Lower nicht mehr richtig arbeitet. Ja, genau. Das Concat sollte vorher passieren. Hätte sollen sein. Man kann das natürlich tauschen, ja. Dass man Concat außen rum schreibt und ganz viele Lowers in rein. Das ist tatsächlich so. Ist der Planner kaputt oder was? Ja, Lower, also das, da kann man auch ein bisschen nachgucken in der Dokumentation dazu. Zu Lower meine ich. Die Sache ist, die Lower arbeitet ineffizient mit Binary Strings oder so, hieß es da. Okay. So, und wenn man halt mit einem Concat und einer Zahl da drin arbeitet, kommt da wohl so ein ominöser String heraus und dann legt sich Lower auf den Rücken und gibt halt irgendwas zurück. Oder das was man halt so reinreicht. Das ist nicht in Richtung Korrektheit ist es sehr ineffizient, ja. Das ist eine Abfrage, die habe ich ein bisschen abgeändert, damit die nicht rückverfolgbar ist, wie auch immer. Die wollte ich irgendwann mal so bauen. Es gibt halt ein Archiv und ich möchte nur noch die neuesten Einträge für dieses Archiv drin haben. Ne, möchte also die nicht Max Archive Date haben, halt rauslöschen. Das haut einem MySQL oder auch MariaDB um die Ohren und sagt, ey, da ist ein Aggregat drin, das geht gar nicht. Okay, dann packe ich das halt in ein Subselect. Das geht gar nicht. Weil jede derivierte Tabelle oder wie auch immer man das dann nennen möchte, braucht halt ein Alias. Na gut. Packen wir halt ein X dahinter. Funktioniert. So ein Quatsch. Das ist Java. Yay. Also man hat so eine Methode, die gibt ein zweidimensionales Array zurück. Ob man jetzt zweidimensionale Arrays unbedingt haben möchte, in einer hohen Programmiersprache, das sei dahingestellt, aber was kann man halt so notieren? Man kann das aber auch so rumnotieren. Ja gut, man kann ja auch bei einer mit Variablen-Deklaration, da kann man die eckigen Klammern an den Typen schreiben oder an den Namen. Das ist dann also nur noch korrekt so. Man kann es aber auch so schreiben. Oh ja. Das funktioniert auch, das ist immer ein zweidimensionales Array. Herrlich. So, das ist ein bisschen komplizierter. Man hat einfach ein Date-Format und nimmt zwei Strings. Die sind alle an Silvester 1927 und hat einen Unterschied von einer Sekunde. Ja, ist eine Sekunde. Und bildet davon dann die Differenz. Und lässt sich das dann in Sekunden wieder ausgeben. In Sekunden. Die Differenz, genau. Und das Output ist tatsächlich 353 Sekunden. Also ein paar Minuten halt. Als Tipp, die Time Zone ist Shanghai. Die haben das geändert in den Tag, oder was? Die haben an Silvester, haben die irgendwann gesagt, ach nö, wir sind jetzt 5 Minuten weiter vorne. Quatsch. Cool. Ja, die haben irgendwann ihre Zeit halt korrigiert, ihre Zeitgeschichte da, ne? Und ja, haben halt sozusagen zweimal Silvester auch gehabt. Es ist ein Stückchen her, vielleicht hat das was mit den Briten zu tun, weiß ich nicht. Ja, aber das haben die da in ihre Zeitzone-Bibliothek eingebaut. Es ist grandios. Java weiß das. Java weiß das. So, das ist die Dimension-Klasse von Java. Besteht einfach nur daraus, dass man eben zwei Ints hat und die werden halt wieder zurückgegeben. Habe ich mal benutzt als Konstante für, wie groß will ich denn ein Diagramm ausgeben. J3-Chart. Das gibt man vielleicht auch da unten an Chart-Utilities. Das ist deren Methode. Und da habe ich halt mir gedacht, so, mir hat ja Getter, und benutzt ja Getter, ist ja Java. Da sagt er, nee, ist nicht. Ich will für Write as, Chart as PNG will ich Ints haben und keine Doubles. Und Doubles kann ich nicht implizit auf Int runtercasten, weil Informationsverlust. Habe ich überlegt, dann nur, okay, ich habe da aber vorne oben ja schon Ints reingegeben, okay, komm mal Doubles raus, könnte ich casten. Ist ja ganz schön bescheuert. Dann gucke ich mir diese Klasse nochmal an, hatte schon was im Hinterkopf, ja, die Members sind public. Das ist ein public Int Member. Aber warum geben die Methoden Doubles raus? Und überhaupt, und dann guckt man da unten, dann hab ich den Quellcode reingeguckt und in Set Size steht da unten, dass ich math.c und castet auf int zurück.
Also ich gebe Doubles rein, der nimmt das, die ganze Genauigkeit von Double wieder weg und schreibt sich das als Ints rein. Diese Klasse existiert da seit Java 1.2, da hatten sie sich das wahrscheinlich mit den Gettern und Settern noch nicht so richtig überlegt. Deswegen ist das überhaupt public. Ich kann es ja auch, ich kann es auch beschreiben. Ich kann ja nicht nur getten, ne? So ein Quatsch. Also habe ich halt die Public Member einfach genommen, weil Getter und nur um dann auf Int wieder zurückzukasten, ist auch alles bescheuert. Ja, ja, das ist AWT der Menschen, ne? Bitte? Ja, AWT der Menschen, also Hintergrund ist schon irgendwie GUI-Layouting. Ja. Wir können das Int zumindest entschuldbar, wenn noch nicht dieses kranke Interface. Ja, also das ist ja, komisch halt. So, dann haben wir ein bisschen Ruby. Integer-Division, 10 durch 9 ist 1, ja, weil 1 kommt hier oder 1 runter, rauskommt. Aber minus 10 durch 9 ist ungefähr minus 2. Ist halt minus 1 kommt hier oder 1 und dann geht's los. Wie interpretiert man das jetzt? Also bei Ruby kommt halt minus 2 raus, bei Python, soweit ich weiß, auch, ein paar anderen Sprachen auch. Habe jetzt nicht geguckt, wie das in Java aussieht. Die geben halt minus 2 raus. Die Definition davon ist the biggest integer that is lower or equal the float result. Ja, wenn man jetzt sagt, minus 2 ist halt kleiner als minus 1, ist ganz klar. Das ist mathematisch vollkommen korrekt, entsprechend dieser Definition. Ne, andere Sprachen sagen halt lieber, nö, wir gehen lieber nach oben, wenn wir im negativen Bereich sind. Damit wir näher an dem positiven vielleicht sind, oder weiß ich nicht genau. Wenn du das Minus ausklammerst, dann kommt bestimmt auch wieder minus 1 raus, oder? Ja. Ja, gewiss. Ja. Also, ja. Aber der Vorteil ist, dass diese Modulo-Funktion zyklisch ist, ne? Was heißt? Naja, wenn du immer in 9er Schritten dein linkes Ding reduzierst, dann müsstest du genau das machen. Könnte also sonst, sein, wenn, du, ja. wenn du das andere machst, was du quasi intuitiver findest, was auch in dem Kontext intuitiver ist, dann hast du um den Nullpunkt herum eine komische Diskontinuität in diesem zyklischen Verhalten. Ja, das war's schon.